Möchtet ihr sehen, was ich habe? Bis bald. Danke für alles, was ihr tut. An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Es ist wichtig. Ja, worum geht es? Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Bitte, ich hab Familie! Mein Name ist Joel. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh, nein, mein Herr. Ah, diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Sagt mir, worum es hier geht. Um meinen Nachbarn, Haruo. Er verhält sich verdächtig. Er schleicht sich abends aus der Stadt, ist stundenlang fort, kommt erst morgens zurück. Letzte Nacht folgte ich ihm. Er ging zu einem ausgebrannten Haus beim Friedhof und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Danke, Yui. Natürlich, mein Herr. Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Kämpfen wir! Korrekt, dann kommt Jum! Der Händler in Asamo meinte, sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Jemand.
Jemand hat die vor kurzem gegessen. Alte Verbände. Nicht viel Blut. Leichte Wunden. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten. War es schwer, aus Asamo rauszukommen? Nein, aber da waren Mongolen auf der Straße. Ich glaube, sie suchen nach uns. Beeilen wir uns. Was habt ihr diesmal dabei? Die Statue von Inari. Oh, die ist wertvoll. Komisch, dass die Mongolen sie nicht genommen haben. Vergraben wir sie mit dem Rest? Diebe. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Wie geht's den anderen? Versteckt sie. Die Mongolen sind ein paar Mal am Haus vorbeigeritten, aber bisher geht's allen gut. Habt ihr das gehört? Pferde! Mongolen, Deckung! Sie sind weg. Dann los! Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt. Die Patrouillen werden schlimmer. Bestimmt wegen dieses Samurai. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Wir sind fast da. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Auf einem Ameisenhügel. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Bringen wir es schnell zu Ende. Was tun Sie da? Mir gefällt es nicht, Inari so zu vergraben. Lieber in einem Grab als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Ist da jemand? Wohin? Beeilt euch! Hier stimmt was nicht! Das reicht. Keine Bewegung. Verflucht! Ich wusste, wir wurden verfolgt. Wartet, das ist der Samurai. Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamo-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Sotaro! Kihai! Kommt schnell! Ukon! Ihr solltet bei den anderen bleiben! Die Mongolen haben das Haus gefunden! Unsere Leute sind gefangen! Sie werden sterben! Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen! Wer von euch kann kämpfen? Kihai und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Mongolen! Sie kommen von allen Seiten! Angriff! Von Leichtzeit! Tübe! Komm her! Wir hätten fliehen sollen!
Gib nicht auf! Wir werden sterben! Sind die Hunde reingekommen? Nein, ihr habt sie aufgehalten. Nicht wir. Das war Fürst Sakai. Wer sind diese Leute? Reisende auf der Flucht. Menschen, die ihr Heim verloren haben. Und ihr habt sie beschützt? Wir haben's versucht. Ihr versteckt diese Wertsachen nicht, um sie später zu stehlen? Nein, mein Herr. Wir versuchten nicht, uns zu bereichern. Als wir sahen, was die Mongolen anrichteten, wollten wir nur helfen. Dann helft mir, diese Menschen zur Asamo-Bucht zu bringen. Dort seid ihr alle sicher. Komoda muss der sicherste Ort auf der Insel sein. Halt! Ich erkenne Banditen, wenn ich welche sehe. Ihr seid hier nicht willkommen. Sie gehören zu mir. Diese Leute brauchen Zuflucht. Sogar die Banditen. Mein Herr, man kann ihnen nicht trauen. Sie haben diese Leute verteidigt. Sie helfen euch, die Stadt zu schützen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Öffnet das Tor! Lasst alle hinein! Wie kann ich euch jemals danken, Fürst Sakai? Beschützt Asamo, wie er diese Leute beschützt hat. Das werde ich tun. Und zeigt ihnen, wo die Wertsachen vergraben sind, wenn die Mongolen endgültig weg sind. Verlasst euch drauf. Danke für diese Möglichkeit, mich zu beweisen.